Food Addiction beantwortet diese 6 Fragen und du weißt, ob Nahrungsmittelsucht ein Thema für dich ist. Food Addiction oder Nahrungsmittelsucht ist echt unreal. Und hier habe ich 6 validierte, wissenschaftlich geprüfte Fragen, die dir dabei helfen zu erkennen, ob bei dir eine Food Addiction vorliegt. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und denke darüber nach, ob es Lebensmittel oder Getränke gibt, bei denen es dir schwerfällt, den Konsum zu regulieren oder wenn du einmal damit begonnen hast, auch wieder aufzuhören. Gibt es Lebensmittel oder Getränke, an die du oft denken musst? Habe diese Lebensmittel in deinem Kopf und beantworte damit die folgenden 6 Fragen. Frage 1. Hattest du jemals ein so starkes Verlangen oder ein Gefühl von Zwang bei dem Gedanken, diese Lebensmittel zu essen, dass du dem Drang nicht widerstehen konntest? Gibt es Lebensmittel, von denen du immer mehr und immer mehr essen musst, um die gleiche Art von Befriedigung zu erfahren? Ist es dir schon mal passiert, dass du eine soziale Aktivität oder irgendeinen Plan, den du hattest, nicht durchgeführt hast, weil du dich unwohl, krank oder müde gefühlt hast, weil du zu viel von einem dieser Lebensmittel gegessen hast? Frage 4. Hast du schon einmal mehr von einem dieser Lebensmittel gegessen, obwohl du dir vorgenommen hast, nicht mehr davon zu essen? Hast du jemals Entzugserscheinungen wie Kopfschmerzen, übermäßige Schwitzen, Stimmungsschwankungen oder Herzrasen erlebt, wenn du versuchst, diese Lebensmittel zu meiden? Frage 6. Hast du diese Lebensmittel jemals weiter konsumiert, obwohl du schon vermutet hast, dass sich diese Lebensmittel negativ auf dein Gedächtnis, auf dein Wohlbefinden, auf deine Stimmung oder auf dein Verlangen nach Essen generell verstärkt oder negativ ausgewirkt haben? Solltest du 3 oder mehr dieser Fragen mit Ja beantworten können, dann ist eine Food Addiction sehr wahrscheinlich.